Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit dem Streckenguide für Russland. Einer fahrerisch nicht komplett anspruchsvollen Strecke. Einfach weil die Kurven nicht so schwer sind zu fahren. Es gibt viele 90-Grad-Kurven und nicht solche Kurvenabfolgen wie zum Beispiel in Sucre oder in Spanien oder so. Werden uns das anschauen, weil es gibt Änderungen zum Vorjahr, was die Randsteine betrifft. Auf die werden wir eingehen. Zusätzlich heute, es kam ein neuer Patch raus, Patch 1.07. Und auf diese Neuerungen oder Änderungen und Verbesserungen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, gehen wir dann sofort ein. So Leute, ihr habt schon gesehen, im Zeitfahren ist diese Strecke relativ schwierig, dass man eine ordentliche Runde zusammenbekommt, ohne dass die Runde gestrichen wird. Diese Strecke erinnert eigentlich irgendwie an einen großen Parkplatz mit den ganzen Auslaufzonen, weil Kies oder Wiese gibt es hier nicht, allerhöchstens den Kunstrasen, aber der macht auch nichts eigentlich zum drüberfahren. So, fangen wir gleich an. Wir werden hier auf jeden Fall auf Folgendes eingehen. Die Randsteine, wie vorhin schon kurz erwähnt, sind relativ stark angepasst worden zum letzten Jahr. Und das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Die letzte Kurve ist schon mal wichtig, gute Traktion zu haben, weil sie auf eine ewig lange Gerade rausgeht, die nur durch einen Rechtsknick eigentlich abgetrennt ist. Aber der geht natürlich voll. Hier ist die erste DRS-Zone. Und dann geht es ewig, ewig lang geradeaus. Und dann kommt schon die erste Passage, die geändert wurde, nämlich hier der erste Randstein kann relativ aggressiv genommen werden, auch im Zeitfahren, ohne dass die Runde gestrichen wird, und das geht ja eigentlich. Sonst, guck mal auf die Aufhängung, wie das rumhüpft. Ja, das war letztes Jahr wesentlich, ja, weniger vorhanden eigentlich und verhindert einfach, dass man heuer in Russland zu viel die Kurven schneiden kann. Hier geht's noch, es war relativ viel geschnitten, ohne dass die Runde gestrichen wird. Aber ihr werdet im weiteren Verlauf der Runde jetzt sehen, dass ich die Randsteine, diese Sausage Curbs, relativ stark meide. Ja. Es kostet natürlich Rundenzeit, es ist langsamer, das ist klar. Aber für das sind diese Sausage Curbs ja da, dass du die Strecke nicht zu viel abkürzt. So, dann diese langgezogene Linkskurve ist für den rechten Vorderreifen extrem anstrengend von der Temperatur natürlich. Nächste 90 Grad Rechtskurve, hier haben wir schon sowas. Ich fahre auf dem normalen Randstein, der ist okay natürlich. Auf den Sausage Curb bitte nicht. Das Auto wird sehr instabil, es tragt euch hinaus. Und ja, es ist in Russland halt so, dass du für das Hinausfahren aus der Strecke nicht sonderlich bestraft wirst. Einfach weil keine Wiese oder kein Kies vorhanden ist. Also es ist asphaltierte Auslaufzone. Kurzes Geradeausstück, nächste 90 Grad Rechtskurve, das gleiche wieder mit den Randsteinen, wobei dieser nicht ganz so aggressiv ist. Man sollte es ja trotzdem meiden.
Das Auto folgt dann relativ schwer den Lenkeinschlag und es treibt euch einfach hinaus dann. Aber wie gesagt, das ist irgendwo das Langweilige an der Strecke. Du wirst für Fehler nicht bestraft einfach. Ja. So, weiter geht's. So, nächste interessante Passage. Wer meinen Karrieremodus-Stream vor ein paar Tagen gesehen hat, hat gesehen, dass ich diesen Randstein hier rechts, diesen Sausage-Körper, relativ aggressiv genommen habe. Was passiert ist, dass wir uns gedreht haben. Und also das Auto ist komplett ausgehebelt worden und das hat uns da rechts, links rausgedreht. Ist natürlich ohne Schaden geblieben, aber Zeit- und Positionsverlust auf jeden Fall. Also hier aufpassen. Dann eine ein bisschen interessantere Kurve der Strecke, wie ich finde, ist diese links. Hier ist es auch, ist im gleichen Stream lustigerweise passiert, den Randstein hier genommen und das Auto kam einfach komplett seitlich. Also ich fuhr auf zwei Rädern dahin, hat mich natürlich in die Auslaufzone rausgetragen, kann euch hier natürlich auch wegdrehen. Was hier aber an der Kurve an sich noch interessant ist, sie hängt komplett nach rechts weg. Also ihr müsst hier etwas geduldiger sein auf dem Gas. Was ihr aber machen könnt, ist, im Zeitfahren kann ich es leider nicht machen, aber ihr könnt mit dem normalen Kurvenschneid regeln, euch relativ weit da nach rechts auf diese blaue lackierte Zone raustragen lassen, um etwas mehr Schwung mitzunehmen. Was natürlich an so einer Linie auch interessant ist, je weniger Lenkeinschlag in so einer schräg und vor allem hängenden Kurve nehmt, je weniger Lenkeinschlag, desto weniger Reifentemperatur baut ihr auf. Und das ist auf der Strecke eh schon relativ schwierig zu handeln, weil ihr habt am Anfang der Runde zumindest Kurven, die recht auf die Reifentemperatur gehen. So, dann gleich links rüber wieder für die nächste Rechtskurve. Hier auch, was ich immer gern mache, hier im vierten Gang, normalerweise im Karrieremodus, im dritten Gang, weil das Auto besser rotiert. Aber ihr könnt es natürlich im vierten Gang auch. Ihr müsst immer schauen, es ist immer so situationsbedingt, wie ihr auf die Kurve ranfährt und wie ihr bremst und so weiter und müsst dann eigentlich kurz entscheiden, welcher Gang hier passender ist. Es gibt zwar, sagen wir mal, einen Standardgang für jede Kurve, aber ihr müsst das ja immer neu beurteilen, je nachdem, ob es regnet, ist es trocken, Benzinlast, Reifen, Abnutzung und so weiter. Und wie ihr Auto generell beieinander ist mit dem Abtrieb. Der Ausgang ist ja sehr wichtig, hier kommt wieder eine lange Gerade, nächste DRS-Zone. Ist zwar leicht mit einem Knick rechts und jetzt links Knick drin, aber geht natürlich Vollgas. Bremspunkt ist hier relativ wichtig, so also circa beim 100 Meter Schild, so, dass ich es rausbekomme. Ich habe etwas davor schon gebremst. Den Randstein hier nicht unbedingt mitnehmen, ich fahre nur ganz leicht drauf. Es trägt euch dann relativ hier nach außen, hier noch weiter als wie ich jetzt hier bin. Und ihr seht, da vorne kommt eine Linkskurve, eine recht scharfe, die hängt auch wieder nach rechts weg. Je weiter ihr rechts hier kommt, also wenn ihr mittig seid, desto eine bessere Linie bekommt ihr für diese Linkskurve. Hier muss man geduldig sein mit dem Gas. Es trägt euch hinaus. Hier ist der Scheitelpunkt, ich spule jetzt genau so hier hin. Der Scheitelpunkt ist sehr schwierig zu sehen. Jetzt in Zeitlupe oder wenn ich hier das Bild analysiere, natürlich zum Sehen, wenn ihr genauer hinseht. Aber unterm Fahren in einer Rennsituation ist das relativ schwierig. Unbedingt aufpassen, hier ist auch wieder so ein gemeiner, hoher Curb. Hab hier den zweiten Gang drin, weil mir einfach das Auto besser um die Kurve geht. Ist persönliches Empfinden, ihr könnt den dritten natürlich auch verwenden. Rechtskurve genau das gleiche mit dem Randstein. Man kann sich hier dann relativ gut raustragen lassen, aber bitte nicht so weit. Ihr seht, die Mauer, sie ist zwar hier schräg und kommt dann wieder recht knapp an die Strecke heran. Also hier aufpassen, raustragen lassen geht, aber wie gesagt, nicht allzu weit. Letzten beiden Rechtskurven gehen mit relativ viel Schwung durch, muss man sagen. Und was ist jetzt hier noch interessant ist an der letzten Kurve, man kann sich hier neben dieser Regenrinne raustragen lassen, also wo der Randstein links aufhört. Das macht überhaupt nichts. Je weiter ihr hier rausfahrt, desto mehr Schwung habt ihr drauf. Nicht nur für die momentane Runde, sondern auch für die nächste Runde. Ja. Und das ist relativ wichtig, weil es geht halt ewig lang wieder geradeaus. Und jedes kmh bringt euch hier natürlich was. Ja. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Speziell im Qualifying. Mit viel Anlauf hier in die Runden reinzukommen. Und man sieht schon, also in F1 2019 und ich glaube auch in 18
was so, man konnte die Randsteine hier in Russland extrem mitnehmen. Ja, das war nicht mehr feierlich, wie das geschnitten wurde, also die Kurven. Das geht jetzt zwar auch, aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr das Auto instabil macht. Wenn ihr wirklich komplett aggressiv überfährt, dreht es euch weg. Natürlich bestraft wird es sehr wenig, weil die Auslaufzonen einfach asphaltiert sind und ihr relativ gut, sogar mit relativ guter Traktion wieder zurück auf die Strecke kommt. Das ist einfach in Russland so. Ist ein bisschen schade auf jeden Fall. Aber okay, das war mal der Streckenguide. Wir gehen jetzt noch kurz darauf ein, was heute reingepatcht wurde ins Spiel. Es geht hauptsächlich um Kleinigkeiten. Ein paar Sachen werden euch in-game dann auffallen und wir gehen uns das kurz durch. Ich habe mir ein paar Sachen herausgesucht. Für die Michael Schumacher-Fanatiker, sage ich mal, gibt es ein DLC-Paket aus der Keep Fighting Foundation. Das ist dieses Logo, das Michael Schumacher, wie er im Mercedes gefahren ist, immer drauf hatte auf dem Helm und auf den Rennanzügen und so. Da gibt es einen Rennanzug, einen Helm, Handschuhe, eine Podiums- Pose sozusagen und ja, und eine Autolackierung natürlich. Was noch für die Splitscreen-Spieler interessant sein dürfte, da habe ich leider zu wenig Erfahrung damit. Hier wurde die Auflösung erhöht, wahrscheinlich war die etwas schlechter. Und das zweite, was hier noch ist, im Splitscreen war es anscheinend so, dass wenn der zweite Spieler die Strategie verändert hat für sich selbst, hat er die Strategie von Spieler 1 mit geändert, unabsichtlich natürlich, und das wurde behoben. So, das nächste, was jetzt noch ist, was mir beim Spielen immer aufgefallen ist, wenn euch der Renningenieur eine alternative Strategie vorschlägt, wenn es zum Regnen beginnt oder er sieht, okay, er kommt mit dem Reifen besser durch und ihr braucht vielleicht keinen oder einen anderen Stopp oder einen anderen Reifensatz oder was auch immer, ist gern mal als Alternative was komplett Falsches vom Renningenieur angeboten worden oder ein komplett falscher Reifen. Ist mir auch schon passiert und das wurde behoben. Was noch war, wenn ihr unterm Rennen nachfragt, den Championship Standings, also die Wertung von den Punkten her, wie es gerade aussieht mit eurer Position und so weiter, hat er immer bei mir halt die falsche Position angesagt. War zum Beispiel Führender in der Wertung und der sagt mir einfach an, ich bin 23. Ja, 23 vor allem, ja. Okay, das seht ihr eh schon. Das wurde behoben. Was ist noch interessant? Gut, eine Kleinigkeit. Die Autos im Mehrspieler haben anscheinend nie, das ist mir nicht so aufgefallen, weil ich doch mehr im normalen Karrieremodus spiele, die eure eigene Startnummer wird nun am Auto angezeigt. Das war vorher nicht so. Die schnellsten Rennrundenzeiten, das könnt ihr hier auch sehen, sind besser lesbar. Das Purple auf die violett eingefärbten Zeichen müsst ihr achten. Die waren vorher nicht so gut leserlich. Das ist jetzt besser auf jeden Fall. Selbst wenn ich sie weiß hinterlege, wenn ich hier das so einlogge, sieht man das auf jeden Fall besser. Das war zuerst überhaupt nicht lesbar. Also von dem her nicht schlecht auf jeden Fall. Ist interessant. Am Ende vom Rennen, es geht ja immer um einen Punkt bei der schnellsten Runde, wenn du unter den Top 10 bist. Also ist das recht gut zu wissen, auf jeden Fall, wer die schnellste Runde hat. Gewisse Anpassungen sind vorgenommen worden, was die Rundenrekorde anbelangt, weil wir haben ja heuer in Spielberg einen neuen Rundenrekord und auch in Silverstone und auch in Ungarn, glaube ich. Und das wurde in-game natürlich auch angepasst, dass das angezeigt wird. Was für mich ein ärgerlicher Punkt war, der behoben wurde, es gibt ja immer diese wöchentlichen Events und da ist es passiert, dass Spieler, es gibt ja verschiedene Events, du kannst dir ein ganzes Wochenende fahren, verteilt halt, da fährst du deine Trainings ganz normal und das Qualifying und das Rennen ist dann jede Stunde oder alle 2 Stunden ist dein Rennen. Und da ist es schon passiert, dass man keine Punkte bekommen hat. Du bekommst ja Punkte, je nachdem, wie viele Assists du drin hast, wie schnell du bist natürlich, hast du eine Strafe unterm Rennen bekommen und so weiter und so weiter. Das rechnet da alles rein. Und das war fehlerhaft. Und das war ziemlich ärgerlich, weil dieses Event ist einmal die Woche, ist dann am Wochenende immer zu Ende. Am Montag in der Früh irgendwann ist das zu Ende. Das war sehr ärgerlich auf jeden Fall. Und dann steht nur noch, das kann ich euch leider nicht ganz sagen, verschiedene Stabilitätsmechanismen,
Änderungen, Verbesserungen. Vielleicht, mir ist es jetzt noch nicht aufgefallen, haben sie die Ladescreens verbessert, weil die waren ewig lang. Einmal waren sie relativ okay und manchmal wieder so lang, dass man schon geglaubt hat, das Spiel ist abgestürzt oder hat sich aufgehängt oder so. Das müssen wir uns auf jeden Fall noch ansehen. Das könnte ich jetzt nicht sagen. Das war eigentlich so das Gröbere. Es sind wirklich spielerisch keine großen Sachen. Gott sei Dank muss ich sagen, also ich habe es noch nicht so erlebt, dass dieses Spiel heuer extreme Game-Breaking-Bugs drin hat oder Fehler oder Glitches oder so. Ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Gibt sicher welche, aber mir, wie gesagt, ist das noch nicht unterlaufen. Gott sei Dank. Ist oft sehr ärgerlich. Ja, Leute, jetzt haben wir alles durch. Den Streckenguide, den neuen Patch Notes. Und damit war es das auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es war sehr hilfreich und sehr informativ. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal dann für Suzuka. Bye bye.